gemacht worden, um herauszufinden, wie sehr der IQ von besonders begabten Kindern abhängt von dem IQ der Eltern oder der Mutter in dem Fall. Man hat hier quasi in einer großen Stadt von Schulen eben aus besonders begabten Kindern 36 zufällig ausgewählt, den IQ gemessen und dann von der Mutter auch den IQ gemessen. Und diese Werte sind hier die Verteilung für die Mutter-IQ-Werte, also 36 Stück. Der Minimalwert war 101, der Mittelwert war 118,2 und die Standardabweichung 6,5, das war der Maximalwert. Und jetzt sollen wir basierend auf den Zahlen einen Hypothesentest, die Hypothese prüfen. Kann man aufgrund dieser Daten sagen, sind diese Daten ein überzeugender Hinweis darauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem IQ von Müttern, von begabten Kindern und dem mittleren IQ der Bevölkerung. Der sei hier 100. Und unser Signifikanzniveau ist 1%. So. Übersetzt in unser Schema von eben heißt das, die Alt-Null-Hypothese ist, der Mittelwert von diesen Mutter-IQs ist 100. Dann heißt es, es gibt keinen Effekt, keine Abweichung zur Gesamtbevölkerung. Die Alternativhypothese heißt, nee, es ist ungleich 100. Unsere Schätzung, Punktschätzung für den IQ der Mütter ist 118. Das ist aus unserer Stichprobe hervorgegangen. Wir können jetzt unsere Bedingungen checken. Wir haben 35, ne, also ist zufällig. Wir haben weniger als 10% aller begabten Kinder irgendwie untersucht. Wir sind also unabhängig. Wir haben mehr als 30 und das ist nicht groß irgendwie schief, die Verteilung, also ungefähr normal verteilt. Der Stichprobe. Der Stichproben. Und welcher Wert ist für begabte Kinder definiert? Also weiß ich nicht. 130 plus, weiß ich nicht. Kann ich, weiß ich nicht. Das haben die ja festgelegt. Ja, das ist irgendwie, das ist dann halt, ja, das ist der Schritt davor dann so. Ne? Interessiert uns jetzt hier in dem Zusammenhang nicht. Sagen wir, wir können irgendwie beurteilen, ein Kind ist besonders begabt oder nicht. Da kann man sich über alles streiten, ist schon klar, ne? Bitte? Wenn es jetzt 120 wären, dann wären die Eltern ja auch schon fast besonders klar. Nee, das ist ja genau die Frage. Wir wollen ja wissen, ist der IQ der Eltern abhängig oder unabhängig von dem der Kinder? Wenn die Kinder 130 oder 140 haben müssen, dann sind die Eltern auf jeden Fall schon nicht so begabt. Wieso denn? Die Frage ist ja, sind sie begabter als der Mittelwert der Bevölkerung? Ja. Das ist ja, für die Frage. Genau, für die Frage. Da brauchen Sie dann vielleicht mehr Daten. Okay. Das ist eine gute Annahme zu sagen, das ist so keine Schieflage-Stichprobe. Das sieht man ja, man kann die ja plotten. Sie sehen es ja, Sie haben ja die Daten, die Stichprobe. Ich hätte bei so Intelligenz mehr so eine. Wir hatten ja aber über Paris-Verteilung gesprochen, du hast mehr haben Sie. Was sind ja aber so eine Mindestintelligenz, die jeder Mensch hat, oder? Und nach oben, so ein bisschen auch. Also, es ist keine Pareto-Verteilung, weil da müssten ja irgendwie. Dann müsste es ja unendlich viele mit einem IQ von 30 geben, so, das kann ja nicht sein. Wenn es eine Pareto-Verteilung wäre, dann müsste es ja ganz viele mit einem ganz kleinen IQ geben. Nee, es gibt ja auch diese Umgekehrte, die man auch benutzt, die man dann so ändert, dass man dann einen Mindestwert hat, dann so standard oben geht und dann. Ja. Log-Normal-Verteilung gibt es zum Beispiel auch, die dann so aussieht. Naja, also, so. Aber gut. Das sind ja alles Fragen für die Mediziner oder Biologen oder Entwicklungspsychologen und so. Gut, also ne, nochmal, Null-Hypothese ist 100, Punkt-Estimate, Alternativhypothese. Und das heißt jetzt, unsere Stichprobenmittel, dieser Wert hier, sollte normal verteilt sein unter der Null-Hypothese mit einem Mittelwert von 100 und dieser Standardabweichung, mit diesem Standardfehler, nämlich unsere Standardabweichung durch Samplegröße durch Wurzelsamplegröße. Das ist 1,083. So, nächster Schritt, aufmalen. Das habe ich hier gemacht. Das ist diese Normalverteilung. Die ist um 100 zentriert und hat
diese Standardabweichung. Der Z-Wert, den wir suchen, ist 16,8. Also 16,8 Standardabweichungen entfernt vom Mittelwert und der P-Wert ist 0. Also, ja. Die Q-Kurve hat eine Standardabweichung von 15 und nicht 6,5. Dementsprechend sind diese Eltern quasi intelligenzbeeinträchtigt. Nochmal, die IQ-Kurve hat? Eine 15er Standardabweichung. Die 6,5 als nur im Sample der Eltern. 15 heißt, das heißt aber, dass man mit 118 klüger ist als 15% der Bevölkerung, als 85% der Bevölkerung. Das sind keine Intelligenzbestien, sondern das sind halt intelligente Eltern. Der Graph unten liegt irgendwie nahe, als wären das die Herrscher der Welt. Moment. No. Das da ist nicht die Verteilungsfunktion für IQs in der Bevölkerung. Das ist die Eltern. Das hat keiner behauptet. Das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, bei einer Stichprobe von 36 Eltern, wenn die Population diesen Mittelwert hat, ja, diese Standardabweichung zu erreichen. Das ist die Normalverteilung. So muss unsere Stichprobe verteilt sein, wenn die Nullhypothese gilt. Okay? Aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes. So, wenn das so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Wert hier zu kriegen, 0 oder 10 hoch minus 9. Wir können es genau ausrechnen. Ja, aber das, quasi, man müsste einen Wert ziehen aus dieser Verteilung, der 17 Standardabweichungen größer ist als unser Populationsmittelwert. Das ist quasi passiert nicht. Können Sie nochmal kurz wiederholen, wo die 6,5 herkommt, weil wir die wissen? Das ist hier, das war die Standardabweichung aus unseren 36 Mütter-IQs. Die rechnen wir einfach aus den 36 IQ-Werten, die wir haben. Ja, ich hatte jetzt erwartet, dass wir die mit der Normalverteilung, mit einer Standardabweichung von 15 irgendwie überlappen. Wo kommt die 15 her? Aus der Bevölkerung. Das interessiert nicht. Und, nicht. Nein, das interessiert nicht. Sondern, weil das ja die Standardabweichung, der Mittelwert der Gesamtbevölkerung beschreibt, wie die Gesamtbevölkerung aussieht. Das zentrale Grenzwerttheorem sagt aber, wenn wir über Stichproben, wir ziehen hier einen und da einen und darüber mitteln, dann ist die Form der Populationsverteilung irrelevant. Das zentrale Grenzwerttheorem sagt uns, wie diese Stichproben am Schluss verteilt sind, völlig unabhängig davon, was für eine Verteilung im IQ ist. Ja? Ich dachte jetzt daran, wir nehmen die Normalverteilung der Bevölkerung und versuchen sozusagen zufällig dieses Elternsample zu ziehen. Genau, das ist das, was diese Verteilung hier zeigt. Also ist das, was rauskommen würde in über 95% aller Fälle, wenn wir das Elternsample ziehen, das dann so aussieht, so einen Mittelwert hat, 100 plus minus 4 oder so. Nein. Für den Fall, dass der Wert 100 ist. Für den Fall, genau. Das sind Informationen, die wir aus der Bevölkerung nehmen quasi. Wir wissen den Mittelwert, oder den nehmen wir an, das ist die Nullhypothese. Also die Bevölkerung sind jetzt Asteroiden und diese Eltern sind irgendwelche Goldklumpen oder sowas. Nein, unsere Bevölkerung ist die Bevölkerung, die Population ist die Bevölkerung und unsere Asteroiden sind jetzt die Mütter. Die Nullhypothese sagt doch, es gibt keinen Zusammenhang. Das heißt doch also, dass der IQ der Mutter unabhängig ist von dem IQ der Kinder und das heißt, dass der IQ der Mütter so verteilt ist wie der gesamten Bevölkerung. Wenn ich also 36 Mütter von begabten Kindern auswähle, ist das gleiche wie 36 zufällige Mütter aus allen Müttern der Welt zu ziehen. Das würde dann das da ergeben, das zufällige Ziehen. Das ist unsere Nullhypothese. Und wenn die Nullhypothese stimmt, erwarten wir bei einem zufälligen Sample von 36 Frauen, dass der Mittelwert der so verteilt ist, wie ich es hier gemalt habe. Und auf Basis dieser Kurve können wir jetzt ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 118 zu bekommen. Das ist ja gar nicht, das ist hier. Die liegt ja außerhalb des Kompetenzintervalls. Ist 0. Die Wahrscheinlichkeit ist 0. Was ich mir nicht nur frage, ist, wenn wir wirklich aus der Bevölkerung ziehen, dann müsste es doch mit einer breiteren Standardverteilung,
Wieso beschreibt ihr die Standardabweichung einfach? Das ist die, die von dem Sample berechnet wurde. Ist 136. Da reden wir doch den ganzen, da reden wir jetzt schon seit anderthalb Stunden drüber, dass die Stichprobe einen kleineren Standardfehler hat als die Standardabweichung von dem, von der einzelnen Stichprobe oder der Population. Also die, der Standardfehler ist kleiner als die Standardabweichung in der Population, weil wir eben den Standardfehler ausrechnen, indem wir durch die Wurzel der Stichprobengröße teilen. Das ist automatisch das kleiner als die Standardabweichung. Wir kennen die Standardabweichung der Population aber nicht. Die interessiert uns auch nicht. Das ist jetzt quasi, was wir da sehen, ist sozusagen die Seitenansicht von dem Doppelgraustreifen, den wir im Bild hatten. Das da ist es. Weiß ich nicht, muss ich drüber nachdenken. Weil wir haben ja nur eine Stichprobe hier. Was meinst du? Ich frage mich gerade, ob das dann, wenn wir jetzt den grauen Streifen, den wir vorhin betrachtet haben, in diesem anderen Beispiel, wenn wir das jetzt so hochklappen und da durchgucken, ob wir dann quasi das sehen. Nee, das ist genau die gleiche Sicht. Die gleiche Sicht? Muss ich nicht so von unten? Nein, ich glaube, das entspricht eben einem dieser Balken, die wir gemalt haben, mit dem Punkt in der Mitte. Das ist das, was hier steht, was, der, was diese Verteilung ist. So. Und der grüne Balken, der die wahre Wert ist, der ist irgendwie 18 Mal weiter rechts. Der ist hier. Der trifft nicht unseren Balken. Also wenn wir jetzt 100 Balken ziehen, dann unser Balken kommt nicht einmal vor, sozusagen, eigentlich. Genau. Okay. So. Ich meine, ich finde es gut, weil das ist nicht notwendigerweise alles so. Also ich meine, die Mathematik ist trivial, also ich meine, es ist Bruchrechnung, ne? Das ist, und Wurzel. Ja. Genau, das wollte ich noch fragen. Ich meine, es ist ganz klar zu rechnen und so, aber ich finde von der Statistik her, ist es eigentlich schon mal nicht richtig, mit einem allgemeinen IQ von 100 zu vergleichen, weil da alle Menschen dazu gehören, zum Beispiel auch welche, die geistesbehindert sind, die eher nicht fähig sind, überhaupt selbst Kinder zu bekommen. Deswegen finde ich, das ist auch meine Ausgangsfrage, wenn man sagt, man nimmt Kinder, die 120 haben, sind die nicht mehr hochbegabt. Und vielleicht die Kinder, also mit der Gesamtgruppe von 100. So, das ist jetzt, das ist aber eine andere Frage. Das ist ja eine andere Frage. Also ich meine, Sie haben völlig recht. Also die Statistik mathematisch ist richtig, aber ich finde, dass Sie es nicht aussagen. So, also. Ich meine, das ist ein total reduziertes Beispiel, sind wir uns einig. Ich gebe Ihnen 5 Zahlen und Sie sollen einen Hypothesentest machen. Ja? Was Sie sagen, ist völlig richtig. Eigentlich müssen Sie, wenn Sie die Voraussetzungen prüfen, ist das ein unabhängiges, repräsentatives Sample, was ist eigentlich die Nullhypothese im Detail und sowas, da haben Sie völlig recht, muss man sich das genau überlegen. Aber am Schluss steht dann da halt nicht 100, sondern steht da 110 oder irgendwas anderes. Völlig egal, das Schema ist immer das gleiche. Unter der Annahme, der mittlere Wert ist 100, was glaube ich gar nicht so schlecht ist. Vor allem, wir reden ja nur über Mitte, wir reden also was tut. Ja? Also nur die These, dass alle Mitte einen guten 100 haben. Ja? Ja, ich glaube, 100 ist der Mittelwert, ungefähr der Mittelwert des IQs. Also, behauptet sogar, es so definiert. Das könnte ja nämlich sein. Ne? Da, ich meine, wir haben alle Internet, können Sie mal nachgucken. Ich weiß, ab 130 ist man in diesem, wie heißt dieser Club für die Superschlauen? Mensa, ne? Und unter 70 hat man früher als irgendwie geistig behindert gegolten. Das hat es ja auch alles so ein bisschen modifiziert. Ja, der ist ganz bestimmt so definiert, weil wir haben ja auch welche, die zufällig sind. So. Also, ja, ich gebe Ihnen recht. Im Zweifel ist der Effekt auf die Zahl vernachlässigbar, weil wie viele Leute, ne, all diese Fälle, die Sie angenommen haben im Vergleich zu 7 Milliarden Menschen, ist wahrscheinlich gering. Aber okay. Das soll uns an dieser Stelle nicht interessieren, weil wir, also als Astronom hat man zum Beispiel auf viele dieser Sachen gar keinen Einfluss. Ja, Samplegröße und so Sachen. Anyway. Das ist richtig, relativ große nationale Abweichung. Ja gut, da wollen wir dann, also. Gut, also 16,8, da können wir den P-Wert ausrechnen, der ist 0. Ja, das heißt, es gibt quasi keine Chance, falls die Nullhypothese gilt, Mütter mit einem mittleren IQ von 118 zu kriegen von begabten Kindern. Die Chance ist null. Also können wir die Nullhypothese verwerfen und sagen, die Daten legen nahe, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden. Basierend auf diesem P-Wert
bei dieser Stichprobe.